So, ich glaube, ich leg dann mal los. Ja, schön, dass doch noch so viele gekommen sind heute zu dem Vortrag. Sah ja auch draußen schon deutlich leerer aus als gestern. Ich möchte euch heute ein paar Sachen zur Freifunk-API erzählen, wie wir ganz dezentral Community-Informationen austauschen und daraus dann spannende und interessante Sachen erstellen. Und auch mal einen kleinen Ausblick geben oder erstmal einen kleinen Einblick, was wir jetzt bisher schon getan haben und auch einen kleinen Ausblick, was als nächstes an Aufgaben und Zielen ansteht, was wir uns da vorgenommen haben. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Andreas Breu, ich bin aus Berlin, jetzt seit diesem Jahr, habe vorher lange Zeit in Weimar gelebt und dort auch Freifunk gemacht, seit 2006 schon. Im normalen Leben bin ich Softwareentwickler und bringe die Fähigkeiten dann auch teilweise im Freifunkumfeld mit ein. Und außerdem bin ich Mitglied im Vorstand des Fördervereins Freie Netzwerke, der sich eben um Förderung freier Netzwerke wie zum Beispiel Freifunk bemüht. Genau, die Freifunk-API. Ich weiß gar nicht, wie viele Freifunker jetzt hier unter uns sind, wer überhaupt schon mal mit der Freifunk-API in Verbindung gekommen ist. Da muss ich erstmal mit einem kleinen Missverständnis, was uns immer wieder begegnet, aufräumen. Es ist keine Schnittstelle zu Freifunk. Ich höre dann häufig, ja, das ist ja gar keine richtige API, es gibt gar keine Programme, wo man dann irgendwie drauf zugreifen kann. Es ist auch tatsächlich nicht für Freifunk, sondern es ist eine Schnittstelle zu den Communities. Diese Communities legen ihre Daten in einem JSON-File ab. Dazu pflegen wir ein JSON-Schema. Das ist versioniert, und darauf können wir dann die Informationen der Communities auswerten und auch validieren. Und es gibt ein zentrales Herzstück. Eigentlich sind wir im Freifunkumfeld sehr dezentral, aber für diese Zwecke brauchen wir dann doch ein zentrales Stück. Unser Herzstück, das ist das sogenannte Verzeichnis, das Directory, wo dann die Links zu den einzelnen API-Files drinstehen. Das Hosting der API-Files übernehmen die Communities selbst und teilen uns dann quasi den Link mit, sodass wir dann die Informationen zusammenfassen können. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir uns diese API ausgedacht haben? Das war vor ungefähr 3 Jahren, saßen wir zusammen und haben über den Relaunch von freifunk.net nachgedacht. Und da war eine Idee, es wäre ja toll, wenn wir eine Deutschlandkarte oder überhaupt eine Landkarte haben, wo man Communities finden kann, wo man schöne Punkte hat und auf diesen Punkt dann draufklickt und Informationen zu der Community bekommt. Dann haben wir uns gefragt, wie können wir das realisieren? Wollen wir da im Wiki eine Tabelle pflegen oder die vorhandene Tabelle im Wiki irgendwie ausbauen und noch ein bisschen besser gestalten? Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil aus MediaWiki-Tabellen auszuwerten und dann irgendwie Daten daraus zu gewinnen, das ist schon ziemlicher Schmerz. Aber es gab ja schon viel länger die sogenannte Space-API, um Hackerspaces quasi zu announcen. Und die haben ja auch ähnliche Sachen drin. Ist der Space gerade offen? Welchen Zweck erfüllt er? Gibt es irgendwelche Dienste, auf die man zugreifen kann? Und da haben wir uns quasi die Idee geklaut und haben dann angefangen, die ganzen Informationen, die für uns relevant sind, in das Schema einzubauen und die Freifunk-API zu erstellen. Mehr Informationen gibt es dann auf api.freifunk.net. Da sind viele Links zu unseren Tools, auch was ich jetzt dann auf den nächsten Folien dann vorstellen werde. Das findet man zum großen Teil auch auf api.freifunk.net. Noch ein paar Fakten und Zahlen. Also in diese Freifunk-API nehmen wir Orte auf, in denen aktive Freifunk-Communities sind. Unser Ziel war es einfach, ganz am Anfang es Menschen zu ermöglichen, eine Community in ihrer Nähe zu finden und eben auch mit aktiven Communities in Kontakt zu treten. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand auf unsere Website kommt, war schon das Ziel, ah, ich möchte gerne bei Freifunk mitmachen, gibt es da in meiner Nähe schon was und an wen kann ich mich dann wenden? Oder ich möchte eine neue Community gründen und frage dann erstmal die benachbarten Communities ab, ob die uns dabei unterstützen können.
Im Moment sind schon über 300 Communities eingetragen, über ganz Deutschland verteilt. Es kommen auch regelmäßig neue Communities dazu. Und die Freifunk-Communities, die wir bis jetzt eingetragen haben, da sind wahrscheinlich auch immer noch nicht alle dabei, verwalten oder betreiben insgesamt über 33.000 Netzwerkknoten. Genau, wie funktioniert das jetzt mit dem API-File? Man muss das ja irgendwie erstellen. Im Grunde sind das sechs Schritte, die man dort durchläuft. Wir haben einen Generator geschrieben. Dieser Generator, da kann man alle Informationen, die man so über seine Community hat, eintragen. Kann auch vorhandene Community-Files abrufen. Ich mache das mal für Karlsruhe, so aus aktuellem Anlass. Und da sieht man eben die ganzen Informationen, die eingetragen sind. Ganz wichtig ist natürlich, dass man Geokoordinaten eingibt, ansonsten wäre es irgendwie problematisch, die Community dann eben auf der Karte zu finden. Man kann Kontaktmöglichkeiten eingeben, zum Beispiel die aktiven Knoten im Netzwerk, damit wir dann solche interessanten Informationen herausziehen können, wie viele Netzwerkknoten gibt es überhaupt in Deutschland. In Karlsruhe sind es über 300, das ist ziemlich ordentlich. Und dann gibt es hier ganz, ganz, ganz viele weitere Einstellungen, die man vornehmen kann. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir werden es dann im Folgenden noch sehen, wo die Informationen dann auch zum Einsatz kommen. Es wäre jetzt, glaube ich, bloß ein bisschen langweilig, das alles hier im Einzelnen durchzukauen. Die sechs Schritte bestehen eben darin, man generiert sich hier dieses API-File, hat dann hier ein JSON-Ergebnis und legt das auf seinem Server ab und trägt dann diese URL, über die man die Datei erreichen kann, im API-Directory ein. Genau, dann stehen die natürlich erstmal alle im Directory drin und wir brauchen noch einen Collector, der dann regelmäßig die ganzen Daten einsammelt und in Formate bringt, dass wir mit diesen Daten auch etwas anfangen können. Dazu werden einfach alle API-Files hintereinander geschrieben und in ein großes JSON-File gepackt. Es gibt dann noch GeoJSON, ein GeoJSON-File, damit wir die ganze Sache mit der Karte dann auch besser tun können. Genau, das allererste, was wir dann natürlich damals mit der API gemacht haben, war die Community Map, die wir auf unserer Webseite auch haben. Da kann ich ja mal draufklicken. Die hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen, diese Map. Hier sieht man es auch, 301 Orte und über 33.000 Zugänge. Und wenn wir jetzt mal hier reinklicken, finden wir dann Informationen zu Communities. Das sind alles Daten, die Communities eingetragen haben. Was wir auch noch abfragen können, sind aktuelle Veranstaltungen, wenn die Communities dazu Daten anbietet, oder auch aktuelle Neuigkeiten, die wir aus den Newsfeeds der Communities aggregieren. Da das mit der Karte manchmal ein bisschen schwierig war für einige Leute, haben wir hier noch eine tabellarische Übersicht auch erstellt, wo man die Communities finden kann. Und da es inzwischen auch so viele sind, haben wir auch noch eine Postleitzahlensuche oder eine Ortssuche mit integriert. Da kann ich mal suchen, ob es hier in Karlsruhe eine Community gibt. Genau, und wenn ich da einen Ort oder eine Postleitzahl eingebe, wird die Suche oder die Tabelle eingeschränkt und man bekommt die nächsten drei Communities angezeigt. In Karlsruhe gibt es ja, wie gesagt, eine Community. Die ist nur 1 Kilometer entfernt, da können wir nachher noch hinlaufen. Und es gibt halt in der Umgebung auch Communities. Also diese Funktion ist aber vor allem auch für Menschen gedacht, die in ihrer Gegend noch keine Community haben und einfach wissen wollen, an wen sie sich vielleicht im Idealfall wenden können, wenn Sie dann Fragen haben.
Genau, also wir hatten ja gesehen, es werden ganz viele Daten der Communities, auch Kontaktdaten mitgepflegt, die Websites, wie kann man eine Community erreichen über Mailinglisten, Jabber-Server, Facebook, Twitter, die ganzen Social Networks haben wir damit abgebildet, sodass man tatsächlich über viele Kanäle die Communities dann auch erreichen kann, wenn sie dort das entsprechend angegeben haben. Beziehungsweise wir haben auch so eine große Auswahl gegeben, weil nicht jede Community jede Kontaktmöglichkeit anbietet. So kann man dann aber trotzdem einen Kanal zumindest immer finden. Was wir jetzt schon in der Karte angedeutet gesehen haben, ist ein Feed-Aggregator. Das heißt, die ganzen Communities bieten RSS-Feeds ihrer Blogs an oder ihrer Podcasts und die kann man auch in den API-Files mit angeben. Und dazu haben wir dann einen Feed-Aggregator geschrieben, der aus diesen vielen einzelnen RSS-Feeds einen neuen RSS-Feed baut und dann zum Beispiel auf unserer Freifunkseite angezeigt wird. Wenn man auf die Startseite zum Beispiel geht, sieht man auf der linken Seite die Community News. Die werden aus den ganzen Feeds der Communities gespeist. Und das kann man sich dann noch viel genauer anschauen und auch diesen Feed abonnieren, sodass man alle Community-Neuigkeiten direkt in seinem Newsreader dann auch finden kann. Was es genauso noch gibt, ist ein Podcast-Feed. Das sind ja auch Podcast-Feeds sind ja auch nur RSS-Feeds, wo noch Medien mit eingebunden sind. Da gibt es einige Communities, die sowas anbieten. Zum Beispiel in Berlin gibt es das Freifunkradio, was einmal im Monat ausgestrahlt wird. Genauso in Leipzig gibt es alle 4 Wochen eine Radiosendung, wo teilweise Themen- oder freifunkspezifische Sendungen laufen und aus Hamburg und München gibt es auch Podcast-Aktivitäten, die mehr oder weniger regelmäßig dann stattfinden. Leider wird jetzt hier der Podcast-Feed selbst nicht angezeigt. Dann sieht man auf der Seite quasi die ganzen Einträge mit einem Player, sodass man sich die ganzen Podcasts auf der Website anhören könnte. Oder aber man kann den Feed auch in seinem Podcast-Client abonnieren und erhält dann immer die neuesten Sendungen, die über Freifunk gemacht worden sind, die wir dann auch teilweise in die Feeds mit einbauen. Der Feed-Aggregator bietet auch noch ein Feature, dass man quasi, ach, hier sieht man nur den Feed, dass man den Feed nach Communities einschränken kann. Das heißt, entweder kann ich mir alles ausgeben lassen oder ich möchte nur bestimmte Communities. Diese Sachen kommen dann zum Beispiel auf der Karte zum Einsatz, wenn ich nur den Feed der einzelnen Community mir anschauen möchte. Ah, hier waren wir schon. Genau, genauso wie es einen RSS-Aggregator gibt, haben wir auch dieselbe Sache für Kalendereinträge gemacht. Viele Communities pflegen eigene Kalender, wo Events angekündigt werden, wo Treffen stattfinden oder auch gemeinsame Termine irgendwie verwaltet werden. Und wir haben diese Daten auch zusammengefasst. Das war mit dem iCal-Format war das ein bisschen aufwendiger und schwieriger, als es mit RSS-Feeds ist, weil iCal ist halt so ein ziemlich proprietäres Format, was sich nicht so einfach wie XML zu einem neuen Format oder zu einer neuen Datei dann zusammenfassen lässt. Dieser Kalender kommt dann auch auf unserer Website zum Einsatz, wo man die Aktivitäten der Freifunk-Communities sehen kann. Leider pflegen relativ wenige Communities so einen eigenen Kalender. Ansonsten wäre das, glaube ich, hier deutlich voller und es gäbe noch deutlich mehr Treffen, die da angekündigt sind. Und diese Daten aus dem Aggregator nutzen wir auch in der Karte, um dort die Events dort mit abzubilden. Der ICS-Aggregator, der liefert dann einfach so ein neues Kalenderfile aus. Das gibt auch immer wieder Probleme, weil gerade dieses Format irgendwie von jedem Programm ein bisschen anders interpretiert wird. Und wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu halten und hoffen, dass das jetzt auch soweit funktioniert. Und dazu gibt es eben noch so jQuery-Plugins, wo
wo dann Daten nachgeladen werden, was man auf Webseiten auch einbinden kann, um Kalenderdarstellungen dann dort vorzunehmen. Ja, eine weitere Sache, die wir über die Freifunk-API mit abbilden, sind unsere Spendenkampagnen. Viele Freifunk-Communities nutzen Better Place als Hoster für ihre Spenden, weil die uns auch einfach viel Arbeit abnehmen. Es gibt noch andere Communities, die Boost nehmen, wo man pro Einkauf einen bestimmten, oder wo die Unternehmen dann pro Einkauf einen bestimmten Betrag spenden. Das ist aber der Unterschied, dass man da keine Kampagnen festlegen kann und das auch nicht zweckgebunden ist. Das ist bei Better Place einfach transparenter, wenn man dort sagt, ich habe Bedarf für die Ausstattung einer Flüchtlingsunterkunft, dann spenden die Leute da eben zweckgebunden. Die Identifizierung dieser Spendenkampagnen erfolgt über die Kampagnen-IDs, die Boost und Better Place mitliefern. Die haben da auch eigene APIs, die wir nutzen. Und in der Freifunk-API geben die Communities einfach nur die IDs ihrer Kampagnen an, die sie da gerade fahren. Und am Ende bekommen wir eine Übersicht über die ganzen Spenden oder Spendenkampagnen. Und man kann eben sehen, wo noch Geld fehlt, wo man gerne noch spenden möchte und was auch schon abgeschlossen ist. Also es gibt hier einige Kampagnen, die auch schon erfüllt sind. Aber man sieht, es gibt auch noch deutlichen Spendenbedarf an einigen Stellen. Ist jetzt auch ein indirekter Aufruf. wo benutzen wir die API noch? Im Kontaktformular zum Beispiel haben wir jetzt seit neuestem auch eine Postleitzahlensuche mit integriert, weil dieses Kontaktformular geht eben an eine zentrale E-Mail-Adresse, wo wenige Menschen dahinter sitzen, die diese E-Mails dann bearbeiten. Und die meiste Arbeit besteht darin, zu schreiben, ja, wende dich mit deinem Problem doch bitte mal an deine lokale Community, die können dir dort viel besser helfen. Und hier kann man eben auch seinen Ort eingeben und bekommt dann theoretisch, genau, mit Weimar funktioniert's, bekommt dann eine Auswahl der Communities, die man da genauso noch mit anschreiben möchte, kann dann auch mehrere Communities auswählen oder sagen, nee, mit Jena rede ich nicht, ich will das nur an Weimar oder Erfurt senden. Und dann bekommen eben die Communities genauso die E-Mail noch mit zugeschickt und können die direkt bearbeiten und es fällt quasi ein etwas nerviger Zwischenschritt für beide Seiten weg, weil man eben direkt in Kontakt treten kann miteinander. Genauso benutzen wir das für eine Übersicht der Mailinglisten. Viele Freifunk-Communities organisieren sich über Mailinglisten und diese Übersicht auf der Mailinglist-Seite auf freifunk.net wird genauso aus den API-Informationen gespeist wie die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Und wenn eine Community nicht auftaucht, dann liegt es meistens daran, dass sie ihr API-File nicht gepflegt haben oder vielleicht doch keine Mailinglisten nutzen. Aber es sind inzwischen auch eine ganze Menge Mailinglisten, die hier aufgeführt sind. Auf den Mailinglisten? Nein. Also die meisten Mailinglisten sind ja dann, muss man sich eh erstmal subscriben auf den Mailinglisten und da gibt es dann diese Probleme meistens nicht. Ist eher so auf Kontaktadressen, also so offene Kontaktadressen, da kommt schon ziemlich viel Spam auch mit rein. Genau, unsere neueste Erweiterung, die wir in der Freifunk-API haben, das sind die sozialen Projekte. Das haben wir jetzt gerade im letzten Jahr im Rahmen der ganzen Flüchtlingsprojekte gemerkt, dass haben wir auch an der Kontaktadresse gemerkt, wie viele Anfragen dort reinkamen. Also haben wir uns gedacht, dass wir eine neue Website demnächst launchen werden. Die heißt freifunk-hilft.de. Und auf dieser Seite wollen wir einen Anlaufpunkt schaffen, um eben soziale Projekte darzustellen und dort auch Kontaktadressen oder Hinweisseiten für die sozialen Projekte mit zu publizieren, dass die Menschen, die jetzt aus so einem Umfeld kommen und einfach eine Anfrage haben für eine Flüchtlingsunterkunft oder ein Obdachlosenheim oder einen Jugendclub, dass man da direkt mit der Community auch Kontakt aufnehmen kann. Da haben wir jetzt zum WCW nochmal einen Aufruf gestartet, dass die
Freifunk-Communities selbst auch nochmal in die API die sozialen Projekte mit aufnehmen. Wir haben jetzt inzwischen schon 33 Communities, die das getan haben und die insgesamt über 294 soziale Projekte betreuen. Das finde ich erstaunlich. Jede Community, die sich bisher eingetragen hat, hat also im Schnitt 10 soziale Projekte, irgendwie Jugendclubs, Geflüchtetenunterkünfte und so weiter. Und man kann eben hier sehen, sind die Informationen ein bisschen ein paar andere, die wir auf der Karte darstellen. Und da ist zum Beispiel eine Infoseite für die sozialen Träger. In Berlin gibt es, das ist noch speziell auf Refugees ausgelegt. Aber so kann man halt die Informationen besser lenken und legen. Genau, das ist auch nochmal ein Aufruf an die Communities. Vor allem im Süden sieht man ja, dass hier noch ein großes Loch ist, wo sich noch keine Communities eingetragen haben. Also wenn ihr aus einer Community hier aus Baden-Württemberg oder Bayern kommt, dann nehmt das doch mal mit nach Hause und tragt auch da eure sozialen Projekte ein. Wir wissen ja, dass viele Communities das auch schon tun und das wollen wir einfach auch ein bisschen öffentlich machen, dass das eben auch wahrgenommen wird, dass das getan wird. Genau, was haben wir noch an Plänen? Unsere nächsten Pläne sind zum Beispiel die Visualisierung der gesamten Daten. Den Plan verfolgen wir auch schon relativ lang, aber das ist irgendwie schwierig, sich da die Zeit einfach zu nehmen und da ein bisschen ein paar Visualisierungen durchzuführen. Wer da also Lust hat, mitzuhelfen und auch Ideen hat, wie man so Visualisierungen vornehmen kann, der darf sich gern bei uns melden und wir können dann zusammen auch Dinge erarbeiten, was wir tun wollen. Es gibt dann einfach so Sachen wie die Entwicklung der Communities, der Anzahl der Communities oder wie viele Knoten gab es über die ganze gesamte Zeit. Wir heben auch die alten API-Files auf. Also wir haben jetzt einen historischen Überblick sozusagen über die vergangenen 3 Jahre, wie viele Communities gab es, welche Routing-Protokolle haben die eingesetzt, wie viele Knoten gab es in ganz Deutschland und all die Informationen, die eben in diesen Files drinstehen und dann hin und wieder aktualisiert werden, können wir dann eben bis in die Anfänge der Freifunk-API auch zurückverfolgen. Was wir auch noch tun wollen, ist eine Übersicht von internen Diensten. Viele Communities bieten interne Dienste inzwischen an, die wir auch in der API abbilden können. Interne Dienste aus Hamburg kenne ich zum Beispiel, Sachen, die haben so einen eigenen Cloud-Service aufgesetzt oder einen eigenen WordPress-Server, wo sich Leute ein persönliches Blog einrichten können. In Berlin gibt es jemanden, der speist sein Satellitenfernsehsignal ins Freifunknetz ein, sodass man da über den Webbrowser dann fernsehen könnte. Oder in Berlin gibt es auch einige Radiosender, die ihr Signal digital auch im Freifunknetz zur Verfügung stellen. Und da wollen wir eigentlich auch mal eine schöne Diensteübersicht machen, dass man sieht, was die Communities anbieten und über das Intercity VPN im Freifunk kann man ja auch auf die Dienste der anderen Communities zugreifen. Genau, jetzt habe ich noch ein paar Sachen, die sind jetzt ein bisschen abseits der Freifunk-API, aber kommen genauso mit zum Einsatz. Wir haben einen sogenannten Link-Sammler. Den benutzen wir zum Beispiel, um einen Medienspiegel zu erstellen oder auch so Audioschnipsel aus Radiosendungen oder auch aus Fernsehsendungen mit in den Podcast-Feed hineinzunehmen. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist einfach eine Seite, wo wirklich Einträge zu Presseberichten oder irgendwelchen beliebigen Links gepflegt werden können. Also jeder kann ja auch neue Links hinzufügen. Man gibt einfach Titel, URL, wann wurde das Ganze veröffentlicht. Und dann ist noch wichtig, es gibt hier unten auch Tags. Und wenn man möchte, dass das Ganze im Medienspiegel auftaucht, dann gibt man den Tag Medienspiegel an. Der Christian Heise nutzt das zum Beispiel auch, um die Störerhaftungskampagnen, also alles, was sich mit dem Thema Störerhaftung beschäftigt, dort mit reinzupacken. Und der Tag Störerhaftung wird dann eben an anderer Stelle ausgewertet. Und aus diesen ganzen Tags kann man dann am Ende auch ein RSS-Feed jeweils gewinnen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel der Tag-Störerhaftung und dann gibt es hier den Link zum RSS-Feed, den man dann eben auch einbinden kann.
Das kann auch jede andere Community mit benutzen. Ihr könnt euch einfach einen Tag erstellen oder einen Tag ausdenken. Wenn man dann eben einen Tag für Karlsruhe macht, könnte man dann eben alle Links, die Karlsruhe-spezifisch sind, eben mit diesem Tag auch versehen und hat dann ganz praktisch auch einen RSS-Feed über die ganzen Meldungen, die sich dann eben mit diesem Tag beschäftigen. Ach so, und man kann natürlich auch Audiodaten mit angeben. Die werden dann als direkt als Medien mit in diesen Tag, in diesen Eintrag integriert und man kann die Medien auch direkt abspielen. Da ist eher immer die große Schwierigkeit, dass man den direkten Link zum Audio- oder Videofile findet. So was Ähnliches gibt es auch noch für Events oder Kalender. Es gibt viele Communities, die sträuben sich dagegen, Google-Kalender einzusetzen oder haben einfach keine eigene Kalenderlösung oder auch keinen Blog, wo ein Kalender integriert ist, der so ein iCal-Format ausgibt. Und da gibt es genau sowas auch, dass man hier Termine pflegen kann und das zum Beispiel auf seiner Website dann mit einbinden kann oder auch an anderen Stellen benutzen kann. Hier fällt dann, je nachdem, welchen Tag man benutzt, fällt dann entweder ein RSS-Link oder ein JSON-Link, ein iCal-File oder ein JSON-File raus, sodass man da die Sachen benutzen kann. Genau, eine Sache, die quasi wiederum auf der Freifunk-API aufbaut, ist die sogenannte Freifunk-Karte oder Freifunk-Map. Die nimmt einfach alle Communities, die Links zu ihren Karten in die API-Files mit eingebaut haben und aggregiert am Ende alle Knotenpunkte. Das sieht dann so aus, dass man hier eine Karte bekommt und quasi die tatsächlichen Netzwerkknoten, nicht nur die Communities, wie das auf der Community-Übersicht ist, sondern hier die tatsächlichen Knotenpunkte auch finden kann. Ich sehe gerade, wir haben jetzt auch einen Knotenpunkt in Warschau. Freifunk Nordwest, das müsste doch ganz weit Ost heißen eher. Genau, aber das hat sich auch schon bis, ich weiß nicht, ist das hier Italien schon? Und bis nach Ungarn auch schon ausgebreitet. Wahnsinn. Oder es hat einfach jemand irgendwelche Geokoordinaten eingegeben. Das genau. Genau, die Daten dieser Freifunkkarte werden dann auch in Android- oder iOS-Apps genutzt. Das heißt, ihr könnt auf eurem Smartphone quasi auch direkt schauen, gibt es in meiner Nachbarschaft einen Freifunkknoten, mit dem ich mich verbinden könnte und diese Daten dann eben nutzen. Genau, wir haben im letzten Jahr auch angefangen, das Ganze noch ein bisschen zu internationalisieren. Wir haben quasi nochmal eine Meta-API darauf aufbauend oder eine eigene API darauf aufbauend erstellt für sogenannte FLONS-Netzwerke, Free and Libre Open Networks. Und da hatten wir den Plan, dass wir dort internationale Communities, wie dann zum Beispiel Freifunk eine wäre oder Ninux aus Italien oder WLAN Slowenia, dass die sich dort auch mit eintragen, dass man einfach Informationen zusammenfassen kann über die einzelnen Communities und dort eben Kontakt finden kann. Und das ist jetzt leider noch nicht so weit fortgeschritten, dann gibt es inzwischen ja, vier große Communities haben sich hier bisher eingetragen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen aktiver werden, dass sich da auch noch mehr Communities wieder eintragen. Aber da ist genau dieselbe Idee. Man hat einen Community-Feed, man hat einen Kalender-Feed, sodass man eben auch sehen kann, was ist jetzt in den anderen Ländern los, was passiert dort so. Im Moment passiert relativ viel nur bei Freifunk. Bei den anderen Communities ist da scheinbar nicht so viel los. Genau, jetzt bin ich schon am Ende angelangt. Das sind nochmal meine Kontaktdaten. Und dann kommt meine erste Folie nochmal zum Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Fragen habt, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Wer hat Fragen? Keine Fragen offen geblieben. Gibt es eigentlich auch Pläne für eine technische Art? Nimm mal das Mikrofon.
Die Frage ist, ob es Pläne für eine technische API gibt, wo man weniger die Community-Daten irgendwie kriegen könnte, sondern mehr so die technischen Daten. Es gibt auch schon ganz viele technische Daten, die man hier eintragen kann. Vielleicht kann ich jetzt hier doch mal zu diesem Generator kurz gehen. Also man kann schon ganz viele Daten auch technischer Natur hier eintragen. Das ist auch eine der größten Untersektionen hier. Man kann eben zum Beispiel Angaben zur Firmware machen. Wo liegt die Firmware? Was nutzen wir für VPN-Lösungen? Wie kann ich mich überhaupt für diesen VPN-Kram registrieren? Man kann die Domainnamen angeben, weil ja viele Communities eigene Domainnamen auch, oder also so eigene Top-Level-Domains verwenden. Man kann seine IP-Netzwerke angeben, die man verwendet, die Routing-Protokolle und einige andere Sachen, die jetzt technisch da umgesetzt werden. Was jetzt auch noch einige Leute schon mal so einen Entwurf gemacht haben, zum Beispiel WLAN-Einstellungen, dass man so irgendwie die Grundeinstellungen für ein WLAN auch noch mitgeben könnte, um daraus irgendwie Konfigurationen dann zu generieren. Performance? Was meinst du mit Performance? Schlafen, schnelle. Ja, das ist ja schwierig. Das sind ja Daten, die die Communities irgendwie selbst erstmal angeben. Und wenn jetzt auch eine Community irgendwie 500 oder 1000 Knoten hat, ist es auch sehr schwer, da irgendwie Performance anzugeben. Ist ja ein dezentrales Netz. Ist ja an keiner Stelle irgendwie gleich, die Performance. Es hängt ja von so vielen Faktoren ab, dass sich sowas halt relativ schwer da abbilden lässt. Aber wenn du da Ideen hast, kann man da gerne mal drüber reden und sich das auch mal anschauen. Ich habe noch eine Frage zum Thema, zu dem Konstrukt Meta-Communities. Ja. Das gibt es ja auch, dass eben mehrere Städte sich zusammentun. Und dann kann man in der API, soweit ich weiß, eben eine Meta-Community eintragen. Oder so haben wir das zum Beispiel bei uns am Bodensee gemacht. Genau. Und da wäre für mich jetzt die Frage, inwiefern ist denn das vorgesehen, dass dann wirklich relativ viele Städte aus so einer Meta-Community sich da auch einzeln eintragen. Ist das irgendwie, kann man da sagen, das ist vielleicht auch nicht so gut, wenn da, keine Ahnung, also wir sagen da halt immer, es sollen sich vor allem die Städte eintragen aus den Meta-Communities, wo es auch eine aktive Community gibt, wo derjenige, der jetzt ganz unbedarft auf die Seite kommt, auch eine Chance hat, tatsächlich Freifunker treffen zu können. Also jetzt, wir wollen da keine Orte drin haben, wo nur irgendjemand mal einen Freifunkrouter hingestellt hat. Ja. Aber sonst halt da keine Freifunk-Community so richtig lebt. Das ist halt auch, das steckt auch dahinter, dass wir eben gesagt haben, wir wollen Orte mit aktiven Communities dort eingetragen haben. Und man kann sich ja über das Feld Meta-Community eben da auch, kann man seine Verbundenheit ja mit anderen Städten auch zeigen. Ja. Man kann auch den Community-Namen frei wählen. Also wenn ihr jetzt Freifunk Bodensee dort eintragt und dann für die Stadt Konstanz oder ich habe jetzt halt gerade keinen anderen Namen im Kopf vom Bodensee. Ja, momentan ist es Markdorf, was nicht die größte Stadt ist. Okay. Aber wo halt. Aber ja, wenn ihr da steht, aktiv seid, dann ist es ja der richtige Eintrag, ja, wenn man euch dort treffen und finden kann. Wenn sich dann halt in anderen Städten noch jemand findet, dann macht er einfach einen zweiten Eintrag und fügt den auch noch mit dazu. Gut, das ist aber nicht so, dass man dann sagt, oh, jetzt haben die da schon 5 so Einträge. Das ja, da gibt es auch ganz andere, die da schon viel mehr Einträge auch haben. Okay. Okay. Also Freifunk Ruhr oder sowas, die sind da relativ. Es sind ja auch so viele Städte auf engstem Raum, da gibt es halt auch relativ viele Einträge. Okay, danke. Okay, da ist noch eine Frage. Genau, wir können ja hier nochmal die. Also man kann hier noch weitere Kontakte in die API eintragen. Man kann Location Details, das sind einfach so die Sachen, wo man sich regelmäßig trifft, also euer Hackerspace, wo regelmäßige Freifunktreffen sind. Dafür ist einfach dieser Eintrag gedacht, dass man dort sowas einträgt. Dann gibt es hier die Dienste, was ich schon angesprochen habe, woraus wir auch die Diensteübersicht generieren wollen. Da gibt man einfach den Dienstnamen an und man kann externe oder interne Adresse angeben oder beides, je nachdem, wie der Dienst erreichbar ist. Ganz wichtig für unsere Pläne zur Visualisierung ist auch diese Timeline, wo man so Sachen eintragen kann, wie an
dem und dem Tag hat sich unsere Community gegründet oder da war irgendein wichtiges Ereignis, was uns ereilt hat, was für die Community eben prägend war. Was wir dort nicht unbedingt drin stehen haben wollen, heute haben wir 100 Knoten, heute haben wir 150 Knoten und morgen 200 oder sowas. Das würde dann, glaube ich, so eine Timeline-Visualisierung auch ziemlich schwierig machen. Aber einfach so prägende Sachen für eine Community oder wir haben uns mit einer anderen Community zu einer Meta-Community zusammengeschlossen. Sowas kann man dann hier eben eintragen. Genau, bei den Feeds waren wir ja schon gewesen. Da kann man entweder Podcast, Feeds, Kalender und ganz normale RSS- oder Blog-Feeds eintragen. Dann gibt es noch ein ganz großes Thema, Nodemaps. Da ist ja auch im Freifunk-Umfeld ganz traditionell, dass es nicht diese eine Kartenlösung gibt, sondern dass jeder immer die beste Kartenlösung für sich hat. Und das hat uns halt so ein bisschen auch vor die Herausforderung gestellt, wie können wir das hier abbilden? Und wir haben jetzt einfach versucht, also viele Kartentypen wie möglich aufzunehmen. Da gibt es ja, genau, was jetzt zuletzt hinzugekommen ist, ist dieser Mesh Viewer, der ja auf irgendeinem anderen auch basierte, glaube ich. Und diese Einträge werden dann zum Beispiel von der Freifunkkarte auch genutzt, um die ganzen Daten zu aggregieren und darzustellen. Na? Jetzt wieder hier nicht mehr. Genau, an der Stelle haben wir dann auch noch die ganzen sozialen Projekte. Das ist das, was ich vorhin auf der Karte gezeigt hatte. Das besteht im Grunde aus drei Einträgen. Einmal einer Website, zu denen, wo man spezielle Informationen zu den sozialen Projekten bekommen kann. Man kann eine extra E-Mail-Adresse oder Kontaktadresse angeben, wo sich dann Träger von sozialen Projekten hinwenden können. Und eben ganz einfach die Anzahl der sozialen Projekte, die die Community gestaltet. Unter How to Support You, jetzt reagiert die Seite nämlich nicht. Unter How to Support You kann man zum Beispiel Trägervereine eingeben oder wenn man einen eigenen Verein gegründet hat, um seine Freifunk-Community dort abzubilden, kann man das an dieser Stelle eintragen und an dieser Stelle findet man genauso auch die Spendenkampagnen oder die Einträge für die Spendenkampagnen, die man dort vornehmen kann. Und was wir jetzt auch noch ganz neu hinzugenommen haben, leider kann ich jetzt hier nicht drauf drücken. Sind so Sachen zum Datenschutz. Ich beende mal kurz den Browser. Genau, das sind die Sachen zum Datenschutz, wo man eine URL hinterlegen kann, wo einfach die Communities mal beschreiben, wie in ihrer Community Datenschutz auch gehandhabt wird. Hintergrund dessen ist, dass wir als Freifunker auch sagen, wir sammeln keine Daten und dass man das an bestimmten Stellen auch mal darlegt, wo überhaupt Daten anfallen. Also es lässt sich ja nicht ganz vermeiden, dass Daten anfallen, wenn sich zum Beispiel jemand mit seinem Telefon oder mit seinem Rechner mit einem Freifunknetz verbindet, hinterlässt er zumindest schon mal seine MAC-Adresse für die Zeit, wo das Gerät aktiv ist und dass dort solche Sachen einfach mal aufgelistet werden, wie man damit auch umgeht mit diesen ganzen Daten, die anfallen und dass man da eben auch nochmal bekräftigt, dass man sie eben nicht aufhebt und dass die Daten eben nachdem der Verwendungszweck entfallen ist, auch nicht mehr weiter aufgehoben werden. Genau, und dann kam hier wie gesagt noch die große Sektion technische Details, die hatte ich ja jetzt schon einmal durchgesprochen. Also es ist ganz schön viel inzwischen geworden, was wir in die API eintragen können. Das wenigste sind Pflichtfelder, also ihr müsst da keine Sorgen haben, wenn ihr so einen File erstellt, dass ihr das alles ausfüllen müsst. Das kann halt auch mit der Zeit wachsen, diese Datei. Man kann auch jederzeit den Generator wieder aufrufen und hier einfach eine Community, seine Community aufrufen und die Datei editieren oder die Daten editieren und an dieser Stelle dann auch wieder neu generieren und wieder neu abspeichern. Was man an der Stelle eben nicht können, ist auch schon manchmal so missverständlich rübergekommen, dass wenn man hier einfach in dem Formular Sachen ändert, dass diese Daten dann direkt auch im API-File geändert werden, können wir gar nicht, weil die Communities eben die Daten selbst hosten und
die Sachen dann eben manuell dorthin wieder übertragen müssen. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und aktualisiert eure API-Files.